zahlreichen Teilnehmenden, die jetzt vielleicht auch noch mehr eintrudeln nach und nach. Wir hatten im Sommer die interdisziplinären Gespräche, Sommergespräche der Fachgruppe Wilde Ökologie organisiert und hier schon einige spannende Themen gehabt. Und dadurch, dass das sehr gut angenommen wurde und gut angekommen ist, haben wir gedacht, naja, wir könnten im Winter das als Form von Kamingesprächen weiterführen, auch wenn wir jetzt zu Mittag vielleicht den Kamin noch nicht eingeschalten haben, noch nicht angeheizt haben, haben wir gedacht, das wäre eine gute Option. Und ich bin kürzlich bei einem Vortrag gesessen zum Herdenschutz und habe hier den Vortragenden, den wir auch heute gewinnen konnten, Michel Jacobi, zugehört, wie er über die Büffel gesprochen hat, die in seinem Gebiet, ja, da mag ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Er hat großartige Bilder gezeigt und ich fand es so spannend, dass ich ihn auch einladen wollte, im Rahmen der Gespräche, der Kamingespräche hier einen Vortrag zu halten. Michel Jacobi, er hat Forst- und Umweltwissenschaft studiert in Freiburg und ist eigentlich selbst also ein, sage ich mal, ein Visionär, so würde ich ihn jetzt bezeichnen, ihn für dieses Gebiet setzt sich enorm für den Naturschutz dort ein. Und ganz besonders am Herzen liegt ihm der Erhalt von alten Haustierrassen. Und natürlich gibt es ja auch viele Überschneidungen mit Wildtieren in der Gegend, ganz klar. Und das war auch ein bisschen das Thema, wenn ich an Hirtenkultur denke, dann er beschäftigt sich dann natürlich nebenbei damit. Und deshalb finde ich, passt das sehr gut zu der Fachgruppe Wilde Ökologie in einem Gebiet, das sehr natürlich ist und ein Bioreservat ist. Da wird er noch ein bisschen was erzählen, hoffe ich darüber. Also zuerst mal, Michelle, herzlich willkommen in dieser Runde. Ich hoffe auf schönen, guten, positiven Austausch und vielleicht auch Ideen, wie man den Projekten, die du in dem Gebiet gestartet hast, auch wie man die unterstützen kann. Und damit würde ich jetzt den Bildschirm an dich weitergeben und dich bitten, dass du dich selber vorstellst und uns erzählst von den tollen Projekten, die gerade am Laufen sind oder die geplant sind. Herzlichen Dank mal. Ja, vielen Dank, Jennifer, das auch für die Einladung und die freundlichen einladenden Worte. Genau, ich bin in 82 in Kiel geboren und habe dann in Freiburg studiert, 6 Jahre, und bin noch während meines Studiums in die Karpaten ausgewandert, habe aber mein Umwelt Also Forst- und Umweltwissenschaftliches Studium dann noch abgeschlossen 2010 in der Landschaftspflege bei Herrn Professor Kronold und habe meine Diplomarbeit über seltene Haustierrassen hier in den Karpaten geschrieben und konnte halt hier ja die letzten 2 Jahre dann, also 2008 bin ich hierher gezogen, konnte dann meine letzten Arbeiten dann hier verfassen. Und ja, ich lebe jetzt seitdem hier im ukrainischen Teil der Waldkarpaten, also im äußersten Westen der Ukraine. Und muss sagen, als ich 2008 hierher gekommen bin, dass ich sofort fasziniert war. Also 2004 bin ich mit dem Rucksack durch die Karpaten gewandert, im rumänischen Teil, und habe mich dort in die Maramureș verliebt, weil ja, die Landschaft eigentlich so ist, wie es meine Großmutter, die ist im Harz geboren, wie sie es mir erzählt hat vor dem Krieg. Also, aber in Rumänien, ja, hatte ich das Gefühl, die Leute wollten unbedingt in die EU. Und ich kannte so ein bisschen, ja, diese desaströse Agrarpolitik aus der EU und bin damit nicht ganz so einverstanden. Ich bin eher ja schon immer für kleinbäuerliche Selbstversorgung, also alles, was so small is beautiful, ist immer so mein Lebensmotto. Bin dann allerdings auf die Wasserbüffel gestoßen, die jetzt nur nicht so besonders klein sind, aber auch hier ist es so, dass ich jetzt die letzte Herde der Karpatenbüffel verwalte. Und das sind auch sehr, sehr kleine. Also wir haben sogar eine Linie dabei,
Die ist richtig winzig, kann man sagen. Also es sind sehr kleine Vertreter der Wasserbüffel. Und wir haben jetzt gerade durch genetische Analysen in Zusammenarbeit mit einer Kölner Universität herausgefunden, dass diese Wasserbüffel auch autochthon sind. Also mit der ungarischen und der rumänischen Population können wir jetzt ganz sicher sagen, dass diese Tiere hier nie ausgestorben sind. Das heißt, es findet jetzt auch ein Wandel statt in der Ansicht von dieser Overkill-Theory, also dass es gar keine, zum Ende der Eiszeit gar kein Massenaussterben gab, sondern dass irgendwie, vor allem diese Wasserbüffel, wissen wir jetzt, dass sie hier irgendwie überlebt haben müssen. Und wie das gekommen ist, ist eine der vielen spannenden Fragen, die mich jetzt aktuell beschäftigt. Aber auf der anderen Seite bin ich hier auch zum Selbstversorger geworden und lasse im Hintergrund einfach mal ein paar Bilder laufen, dass Sie sehen können, wie diese Landschaft hier aussieht und wo wir uns hier befinden. Also, es ist so, dass wir haben hier einen Großteil der Selbstversorgung, dass die Menschen hier ungefähr 70 bis 80% ihrer Nahrungsmittel selbst produzieren. Das heißt, im Laden, es ändert sich aktuell stark. Ja? Also wir haben seit 2014, seitdem es hier in der Ukraine diese Revolution gab, auch einen Wandel in der Bevölkerung. Aber gerade so die Anfangsjahre und aber auch noch weiter in den Bergen sieht es schon noch anders aus. Also es ist ursprünglicher. Das heißt, es ist so, dass die Menschen hier in einem Familienverband leben, der ausgeht von der Großmutter, die den Hof hütet und ihr Herdfeuer hütet, auf dem meistens dann die Knochensuppe steht und die Männer dann draußen im Wald arbeiten, im Sommer das Heu machen und die Streuobstwiesen und die Wälder bewirtschaften. Wir haben hier in Transkarpatien, das ist ungefähr ein 200 Kilometer langgestrecktes und 100 Kilometer breites Gebiet, 250 Kilometer, von Uschgorod, der Hauptstadt, bis nach Rachiv, ganz im Osten, in dem wir einen riesigen Streuobstwiesengürtel haben in der Vorbergzone. Die Theiß, ein großer Zufluss der Donau, bildet das Grenzgebiet nach Süden hin zu Rumänien, Ungarn, der Slowakei und Polen, ganz im Norden. Die Theiß geht dann in Ungarn Richtung Süden und bildet dann ungefähr auf der Hälfte der Strecke den Grenzfluss. Ich kenne auch nur hier Transkarpatien und die Ukrainer sagen mir immer, Transkarpatien ist nicht Ukraine. Und ich spreche hier auch einen lokalen Dialekt, der nennt sich Ruthenisch. Also das ist die ruthenische Bevölkerung hier. Und es war immer Spielball der Politik, diese Region. Also das heißt, es sind auch erst 1954 ist es in die UdSSR eingegliedert worden. Bis dahin gab es hier Widerstand. Es ist bekannt für seine Räuberbanden. Also wenn wir von der Huzulei sprechen, frühe Bücher, die mich sehr fasziniert haben, die auch übrigens nur, deswegen freut mich diese Zusammenarbeit jetzt auch mit der Boku, nur noch in der Boku existieren, weil diese Region davor war sie tschechisch, also bis 39, glaube ich, oder ja, bis, ja, also an 39 war es auf jeden Fall noch tschechisch und davor war es K&K-Monarchie hier. Das heißt, die Bücher, gerade auf das Buch, auf das ich jetzt gerade hinaus will, ist von Ernst Haeckel, der Bergtarpan, genannt Huzule. Das ist ein Buch, das existiert nur noch in der Boku und beschreibt sehr schön diese Kultur und diese Menschen hier anhand ihrer Pferde. Und das ist die Kultur der Huzulen, die immer noch eine authentische, mehr oder weniger authentische Hirtenkultur bilden, die aber ganz im Osten hier von Transkarpatien existieren. In der Mitte sind es dann die Beuken,
Und weiter im Westen sind es dann die Dulinjane. Also wir sehen hier zum Beispiel auf dem Bild, das sind meine beiden Huzulen. Ich habe ein Zuchtprojekt zusammen mit Hans-Peter Grunenfelder gestartet, der mit der Safe Foundation hier die Wasserbüffel unterstützt hat. Und bei einer Exkursion sind uns dann die zebrastreifigen Huzulen aufgefallen, die ja anscheinend eine sehr, sehr primitive, nicht nur, dass die Huzulen eine sehr primitive Pferderasse sind, sondern dieser Schlag der Huzulen, der hier noch existiert, scheint auch sehr primitiv zu sein. Das liegt meiner Meinung nach, es ist eine Theorie, daran, dass es hier in den Bergen haben wir in der subalpinen Zone die Legeföhre oder beziehungsweise die Pinus mugo ist das, glaube ich, die hier einen sehr dichten Bestand oberhalb der Waldgrenze bildet. Und das ist ein idealer Schutz für Wildtiere, weil wenn es hier jetzt wie aktuell gerade stark schneit in den Bergen, dann bildet sich eine Art Dach auf dieser Kiefer. Und darunter ist natürlich ein bisschen verholzt, also schwierig zum Durchkommen, aber ist ein geschützter Bereich, der vielleicht auch den letzten Bergtarpan, also dem letzten europäischen Wildpferd, Zuflucht geboten hat. Wir haben dann an die 20 Tiere aus den Bergen hier gesammelt und nachgezüchtet und selektiert auf diese Zebrastreifen, den Aalstrich und die Ohren, also einfach nur auf phänotypische Merkmale und sind dabei auf sehr, sehr gute Resultate gestoßen. Man kann sagen, dass dieser Falbe und der Graue waren dann, also eigentlich sind es mehr Falben geworden, aber der Mausgraue und der Falbe waren eigentlich die beiden großen Resultate. Und die haben wir dann ausgewildert, leider nicht hier auf der Hochalm, wie wir es jetzt sehen, das ist das Swidowetzki-Massiv, sondern im Donaudelta auf einer Insel im Biosphärenreservat. Das findet man dann unter Rewilding Ukraine, also diese Rewilding-Bewegung, die haben wir dann auch mitgemacht. Notgedrungenerweise, muss ich leider sagen, weil wir, wie vorhin schon angesprochen, durch diesen kulturellen Wandel, den wir hier gerade erleben, einen Zusammenbruch dieser Hirtenkultur haben. Also die von den Dulinjane, also den Tieflandbewohnern, bis zu den Huzulen, sind das ja alles Tierhalter, weil wir haben hier sehr lehmige Böden, anders als in der Zentralukraine mit den Schwarzerdeböden, haben sich die Menschen hier auf Tierhaltung spezialisiert. Es ist so, dass die, wie ich vorhin gesagt habe, die lokalen Leute traditionell hier dieses heilige Feuer, was auf der Hochalm auch niemals ausgehen darf, als Zentrum ihre Existenz auch begreifen. Also das Je veux Vatra spielt eine große Rolle hier. Und von da aus werden die Menschen aktiv, also haben diese Sicherheit des heimlichen Feuers. Ich habe hier auch jetzt gerade den Kamin an, deswegen passt das ganz gut. Wir heizen hier alle mit Holz. Gaspreise sind in den letzten Jahren verfünffacht und überschreiten, wenn man sein Haus damit heizt, im Moment auch den Preis dessen, was jemand hier als Einkommen im Durchschnitt verdient. Also über das Feuer hinaus hatten die Familien, die hier zusammenleben, jede Person über 18 hat 2 Hektar Land oder Anspruch auf 2 Hektar Land. Das ist hier ein Gesetz. Das heißt, jeder ist hier auch ein Kleinbauer vom Prinzip her. Das heißt, man hat hier seinen Kartoffelacker und seine kleine Streuobstwiese. Und baut natürlich am Haus dann noch Zwiebeln an. Mähwiesen und Streuwiesen gehören auch dazu. Und die Waldbenutzung. Das ist eigentlich für mich dieses spannendste Thema, dass die Menschen hier auch Zugriff haben auf Allmendeflächen. Und das macht diese Landschaften hier, die wir jetzt im Hintergrund sehen, das ist gerade das Narzissental. Also
der tiefstgelegene Punkt des Karpaten-Biosphärenreservates. Auch so spannend, da diese kleinbäuerliche Intervention, diese Struktur von 2 Hektar und kleiner, eine ganz große Vielfalt hier reinbringen. Also wir haben auch eine hohe Niederwildpopulation, also von der Wachtel, wir haben vom Eisvogel bis zum Schwarzstorch, Pirol, Wiedehopf, Schreiadler und auch eine große Eulenpopulation, die Rebhühner natürlich. Und ja, also Niederwild ist hier ein großes Thema, aber Hochwild ist ein bisschen problematisch, also weil die Menschen hier ja diese Autonomie, die politisch hier immer hatten, beziehungsweise dieses Selbstbewusstsein, was sie auch gewinnen, diese Menschen, durch diese Krisenfestigkeit, dadurch, dass jeder seinen eigenen Acker hat und eigentlich nicht auf Geld aus dem Ausland oder auf wirtschaftliche Stabilität angewiesen ist, haben die Menschen ein hohes Selbstbewusstsein und sie sind bewaffnet. Also das ist das Problem für das Hochwild. Das heißt, wir haben hier auch einen sehr, sehr starken Jagddruck, illegal. Und weil die Menschen viel im Wald unterwegs sind, das heißt, hier ist es traditionell, dass Pilze gesammelt werden, weiß jeder auch, wie viel Rehe und Wildschweine es wo gibt. Und dann wird sich halt sonntags zur Jagd verabredet. Das heißt, wir haben ganz wenig Bären, ganz wenig Rotwild und auch ganz wenig Schwarzwild. Und das ist eigentlich schon ein interessanter Punkt. Wir haben eine enge Zusammenarbeit hier in dem Narzissental, sieht man das gerade, mit dem Biosphärenreservat, was eigentlich den Status eines Nationalparks haben sollte. Also innerhalb des Karpaten-Biosphärenreservates sind 9000 Hektar Buchen-Urwald und dann, ich glaube, 20.000 Hektar verschiedene Schutzzonen. Die Frankfurter Zoologische Gesellschaft arbeitet hier mit dem Biosphärenreservat stark zusammen. Und es ist zerstückelt in verschiedene Bereiche. Das Narzissental ist halt ein getrennter Teil. Wir versuchen jetzt Korridore einzurichten zwischen den einzelnen Schutzgebieten, was eine große Herausforderung ist. Aber diese Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat, also wir beweiden mit unseren Tieren diese alten Weideflächen, die jetzt nicht mehr von der Bevölkerung genutzt werden und dann zuwachsen, wie man das hier im Hintergrund sieht, mit Weide und Pappel. Und der Wasserbüffel hat sich herausgestellt, dass er sehr gut im Zurückdrängen von Gebüsch ist. Und aber es müssen trotzdem auch noch händische Arbeiten da vorgenommen werden. Die arbeiten mittlerweile mit dem Elektrozäunen. Also diese alte Hirtenkultur, wie gesagt, ist halt schwierig geworden. Alkoholismus ist ein großes Problem, aber vor allem der Druck aus dem Ausland, dass dort mehr Geld gezahlt wird für Bautätigkeiten, gerade in Tschechien, sorgt dafür, dass jeder jetzt mit seinem biometrischen Pass eigentlich nach Tschechien schwarz auf dem Markt dort arbeiten kann, um da ja dem Bauboom zu helfen. Und deswegen müssen wir wieder auf alte Systeme zurückgreifen. Aber wir haben, wie man hier noch sieht, es ist zwar eine alte Aufnahme, aber das sind jetzt Beuken. Diese Holzkirchen gibt es hier noch. Die ältesten Holzkirchen sind ungefähr 400 Jahre alt. Die sind aus Eichen gebaut. Also wir hatten hier oder haben immer noch im Tiefland entlang der Theiß die Weichholzauen, dann auf der höheren Terrasse die Hartholzauen, die hauptsächlich aus Eiche bestehen. Also wir haben ursprünglich riesige Eichenwälder hier gehabt. Es sind jetzt nur noch kleine Fragmente davon erhalten, Rudimente. Und dann der Streuobstwiesengürtel, der dann in die Berge hochgeht,
und dort dann die Niederwälder, die von der Bevölkerung als Holzquelle genutzt werden, mit großen Konflikten der Forstwirtschaft. Es ist ja auch, wie man immer wieder hört, sehr viel illegaler Holzeinschlag, wobei uns das nicht betrifft, denn wir haben hier Buchenwälder. Das ist dann eher im Osten, ab der Huzulei, beginnen dann die Fichtenwälder und die Fichten werden halt als Bauholz gerade eher genutzt. Die Buche ist halt eher Brennholz und ist nicht so gefragt. Und dann kommen halt auch schon die Buchenurwälder mit Bergahorn und die dann übergehen abrupt in eine auf die Hochalm, also in der subalpinen Zone ab 1100 bis 1200 Meter haben die Huzulen und auch die Beuken die Waldgrenze künstlich geschaffen. Das heißt, wir haben vereinzelt in der Fläche, ich habe da leider jetzt keine Aufnahmen, aber 300 Jahre alte Buchen auf der Hochalm als Solitärbäume stehen, die natürlich durch den Druck der Witterung sehr, sehr spannend aussehen. Also wie so kleine Bonsai-Bäume. Das hier ist jetzt eine Almende der Vorbergzone, wo wir einfach mal einen Eindruck kriegen können. Es wurde früher in Sowjetzeiten landwirtschaftlich genutzt, aber dem Orchideenbestand hat das hier nicht so viel ausgemacht. Es wächst langsam wieder zu. Also wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren sind 80% der Hausrinder verschwunden. Also normalerweise hat jeder zu Hause, jede Familie Hühner, manchmal bei den armen Leuten noch 1, 2 Ziegen. Bei den etwas wohlhabenderen ist dann 2, 3 Kühe oder auch ein Wasserbüffel. Und jeder hat ein Schwein zu Hause, das ist auch ganz wichtig. Und die Tiere bringen dann von der Almende die Nährstoffe nach Hause, die dann die Gärten versorgen. Wir sehen jetzt hier eine Almendefläche, die einst, und das ist noch gar nicht so lange her, als ich 2009 den Bestand hier untersucht habe, an Wasserbüffeln standen hier auf dieser Fläche noch knapp 40 Wasserbüffel. Jetzt ist es kein einziger mehr. Und hier gab es bis vor 50 Jahren noch knapp 1000 Dorftiere, die 400 Wasserbüffel, ich glaube 300-400 Schafe und Ziegen und nochmal fast genauso viele Kühe. Also das ist eine Almendefläche. Wir sehen hier links im Hintergrund sind es dann Hutewälder, also Eichenhutewälder, die jetzt einem starken Druck unterliegen, weil diese Hutewälder, wenn sie nicht genutzt werden, wachsen sie als erstes zu mit Farn. Und der Farn wird dann von den einzelnen Hirten, es gibt ja noch welche, aber die einen sehr viel kleineren Herdenbestand jetzt haben, abgebrannt, damit im Frühling wenigstens etwas frisches Grün da wächst. Und das bringt die Eiche in Bedrängnis. Also das heißt, wir verlieren auch gerade nicht nur die Streuobstwiesen, die auch so zugrunde gehen, sondern vor allem die Eichenhutewälder, welche meiner Meinung nach hier völlig unterschätzt sind und eins der wertvollsten Kulturgüter sind, die wir hier neben natürlich dem Lebendbestand von den seltenen Haustierrassen schützen sollten. Also ein Habitat für natürlich die Haustiere, aber vor allem auch für Uhu, die Aspernviper heißt sie, glaube ich, eine sehr große Würgeschlange, die mir auch so gar nicht bekannt war. Ich hatte hier neulich eine gesehen, die war also 2,20 Meter, 2,30 Meter oder so groß und gelb. Also, dass wir sowas hier in Zentraleuropa haben, war mir gar nicht so bewusst. Genau, jetzt sieht man hier einfach nochmal, wie ich hier gerade meinen Lebensunterhalt verdiene mit dem Melken der Wasserbüffel. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir
ein groß angelegtes Projekt jetzt mit lokaler Unterstützung aufbauen wollen. Ich hatte ja erzählt, unsere Pferde haben wir ausgelagert zum Auswildern im Biosphärenreservat im Donaudelta und ein Großteil der Wasserbüffel, weil diese Wasserbüffel kamen aus der Sowjetunion und zwar aus den Kollektivbetrieben und wurden da traumatisiert. Wir sehen jetzt hier noch einen von diesen Wasserbüffeln, der relativ schwierig ist in der Haltung. Ich habe die zwar wieder geschafft zu melken, aber die meisten anderen haben es nicht geschafft. Also nachdem die aus diesen Kollektivbetrieben kamen, wurden die meisten eigentlich geschlachtet. Das heißt, wir hatten in den 90er Jahren sind 80-90% des Wasserbüffelbestandes einfach gekeult worden, weil sie eigentlich niemand halten konnte. Auch die Kommunisten hatten große Schwierigkeiten, haben bulgarische Tiere eingekreuzt. Aber das soll nicht unser Thema sein, sondern ich versuche jetzt zu überlegen, wie wir diesen Bestand wieder aufbauen können. Wir haben drei weitere Farmen hier aufgebaut in den letzten Jahren, die zum Großteil von Tourismus leben. Allerdings ist es da auch so, dass sie diese Tiere auch nicht wirklich melken können, weil die Eigentümer Geld haben und es nicht sich nicht selber hinsetzen, um diese Tiere zu melken. Und dann geben die keine Milch. Also bei wechselndem Personal ist ein Wasserbüffel nicht melkbar. Das heißt, diese Betriebe, die auf Tourismus setzen, haben kaum die Chance, Milchprodukte zu vermarkten. Und wie wir in diesen Corona-Zeiten sehen, ist das mit dem Tourismus auch sehr fragil. Wobei ein Betrieb jetzt auch relativ profitiert wegen der Krim, die weggefallen ist und die Touristen, die dahin gegangen sind, kommen jetzt in die Karpaten. Da wird jetzt ein bisschen mehr drauf gesetzt. Allerdings sind alle Betriebe in finanziellen Schwierigkeiten. Das heißt, unsere Idee ist, neben der Auswilderung, die gelaufen ist, also wir haben 40 Tiere mittlerweile auf der Insel Ermakov im Donaudelta, auch ein wunderschönes Ziel, um sich das mal anzuschauen. Also ich habe noch nie so viele Blauracken auf einem Haufen gesehen, die da jetzt um und mit unseren Wasserbüffeln leben. Also die Insel Ermakov, ein ganz tolles Vogelparadies für alle Ornithologen. Das soll aber nicht das Ziel sein, dass wir Wasserbüffel die Milch geben könnten, weil das ist eigentlich absolutes Unikat, dass wir die alle in Auswilderungsprojekte stecken, sondern mein Ziel ist, diese Entfremdung zu überwinden. Und dafür möchten wir gerne mit Menschen, die wieder zurück wollen aufs Land. Also wir sehen hier zum Beispiel meinen Freund Sascha, der einen Permakulturhof aufbaut. Er kommt aus der Stadt, aus Lemberg, und ist diesem Stadtleben müde geworden und sieht die wahren Werte im Selbstgemachten. Also er flechtet Körbe und stellt seine eigenen Lebensmittel her und vermarktet Ziegenkäse an Touristen und auch an Freunde. Also wir leben in dieser Gemeinschaft in einer Art Tauschwirtschaft und haben jetzt durch die Zusammenarbeit mit einem Oligarchen eine Fläche bekommen, die wir nun bewirtschaften können, die wir vorhin gesehen haben. Und zwar sind das 400 Hektar Huteweiden oder beziehungsweise 400 Hektar Almendeflächen plus circa 200 Hektar Hutewälder und Niederwälder, die wir bewirtschaften können. Dieser Oligarch ist bereit, einen großen Stall zu bauen, der an die 100 Wasserbüffel fasst und 200 Pferde, 20 Pferde in einem Außenpaddock noch dazu. Das heißt, wir könnten für Menschen, die zurück wollen aufs Land, diesen Hof
als potenzielle Einnahmequelle für, ja, für ein autarkes Leben zur Verfügung stellen. Das heißt, wir bilden eine Art Ökosiedlung, ein Ökodorf. Auch, also Ralf Otterpohl hat das mal sehr schön oder hat es sehr schön beschrieben, wie man so etwas aufbauen kann. Und da sollte dann unsere gemeinsame Einnahmequelle einmal der Reittourismus sein, weil diese Fläche, diese 400 Hektar, befinden sich am Fuß des Karpaten-Biosphärenreservates und gehen in drei Tälern. Also das ist einmal das Kritschewo-Tal, dann ist es dieses weltberühmte Mala-Uholka-Shirokilu-Tal und dann das Velika-Uholka-Tal, gehen dann bis zu diesem Menschul hoch. Das ist ein Karstgebirge mit diesen 9000 Hektar Buchenurwald, wo jetzt die Frankfurter Zoologische Gesellschaft auch eine Ausbildungsstation baut. Wir haben einen weiteren Ukrainer gewonnen, der bereit ist, hier ein Informationszentrum im Zuge dieser Farm zu bauen. Und wir haben schon vier weitere Familien gefunden, die dort sich dann nur aus ökologischem Material sich einen Familienwohnsitz sozusagen bauen wollen, wo die Autarkie oder die Selbstversorgung dann auch relativ hoch sein soll. Und die älteste Kirche der Ukraine, die in Kolodny steht, soll wieder an ihren ursprünglichen Ort gesetzt werden und der wäre genau in dieser Allmendefläche. Und da drumherum will dieser Oligarch dann auch noch ein Museumsdorf bauen. Also das heißt, diese Allmendefläche, die wie in vielen anderen Fällen im Tiefland, wo die Böden etwas fruchtbarer sind durch diese Fokationszone der Thais, soll nicht an einen Großinvestor, die im Moment, das sind zwar Kiew, also Firmen aus Kiew, aber das sind meistens Konglomerate, also so Scheinfirmen von großen europäischen und internationalen Konzernen, die hier Landgrabbing machen. Wir sind durch diese armen Böden noch so ein bisschen davor geschützt und wir haben den Rückhalt in der Bevölkerung, weil die Menschen ja hier ihre Trinkwasserversorgung direkt aus dem Boden nehmen. Und mittlerweile ist den meisten auch dieser Zusammenhang, auch durch unsere Aufklärungsarbeit, der Zusammenhang hier klar. Also wir haben hier einen Verein und machen so ein bisschen Umweltbildung und arbeiten auch ein bisschen mit dem WWF zusammen, dass wenn hier großflächig Agrarkonzerne den Boden bewirtschaften, dass dann auch ihr Trinkwasser darunter leidet. Und alles, was groß ist, sagte mir letztens der Bürgermeister, ist problematisch für ihn. Und das fand ich ja ganz sympathisch. Und deswegen können wir da mit drei Gemeinden jetzt so einen Verbund schließen und brauchen dafür aber internationale Unterstützung. Also das Ziel ist es, alte Haustierrassen zu halten, wie diesen Karpatenwasserbüffel, der sehr viel positive Eigenschaften hat, aber vor allem die Eigenschaft, dass er hochintelligent ist und Milch gibt. Und den Huzulenpferden, einer alten Schafsrasse, dem Karpatenbergschaf und der Polonina-Ziege, also einer noch nicht erfassten Ziegenrasse, die hier auf der alpinen Stufe leben kann und noch Milch gibt. Und dann halt in Verbindung mit den Stadtmenschen oder mit Menschen, die wieder zurückgehen aufs Land, weil die Menschen, die hier in der Landwirtschaft groß geworden sind, hier in der Ukraine, ja auch die Möglichkeit haben sollten, jetzt erstmal reich zu werden, in der Stadt zu leben, um dann zu erkennen, was vielleicht die wahren Werte sind, um dann wieder zurückzugehen. Also ich vermesse mir nicht zu sagen, dass
Also ich habe es probiert, ich habe versucht, sie zu überzeugen, auch mit Patriotismus, ihre Landschaft zu schützen, aber ich glaube, jeder muss halt, also mittlerweile glaube ich, dass jeder muss selber seine Erfahrungen machen und man kann da niemanden zu zwingen, sondern es ist halt schön, den Menschen, die jetzt sich solche Häuser hier vorstellen können, zu kaufen, die so ein Haus hier kostet ungefähr 5.000 Euro, ist wunderschön gelegen, die Streuobstwiesen drumherum müssen ein bisschen verjüngt werden, aber mit wenig Geld und den günstigen Arbeitskräften hier kann man das schnell wieder instand setzen und dann im Verbund mit dieser entstehenden Gemeinschaft auch diese Wasserbüffel bewirtschaften und da wieder ein bisschen Schwung in die in den Naturschutz zu bringen, ne? In den praktischen Naturschutz, weil so wie wir es machen mit einem Elektrozaun, ist das zwar ganz nett, aber es fehlt einfach die Menschen, die selber sensen oder hier sich selber auch in den Wald stellen und die Tiere in die Hutewälder reintreiben. Also wir sehen hier einen Eichenhutewald, wie er noch existiert, wie er auch noch genutzt wird. Aber es ist immer weniger. Es ist leider jetzt, ich glaube, entweder sehr früh oder sehr spät im Jahr aufgenommen. Normalerweise hat man hier noch Blumenteppiche unter. Also diese Vielfalt, die hier noch existiert, auf so engem Raum, ist unvergleichlich. Also das ist auch der Grund, warum ich hergekommen bin, weil es ist eine Perle, ein Schatz, den es zu bewahren gilt. Und ganz aktuell ist es dringender denn je. Wir sehen hier nochmal die Thais. Sie ist nicht begrenzt. Sie hat im Frühjahr ungefähr eine 2 Kilometer breites Becken und im Sommer hier, was sind das, 80 Meter, 100 Meter. Variiert sehr stark, um bis zu 6 Meter teilweise, und hat dadurch auch eine sehr dynamische Landschaft, hier teilweise mit Weichholz-Urwaldstrukturen. Ja, ich bin sehr interessiert, jetzt auch ein bisschen mit Ihnen zu kommunizieren, um auch da so ein bisschen zu hören, wie sind Ihre Interessen, vielleicht gibt es Fragen, die Sie dazu haben, und auch Anregungen, wie man ja so eine Landschaft, also ich zeige jetzt hier gerade noch die Allmendeflächen, wie man die jetzt langfristig vor den vom Zugriff von diesen Landgrabbern bewahren kann. Eine Idee war zum Beispiel, dass man Stiftungen findet, die dann das Land kaufen und dann unter bestimmten Bedingungen sozusagen dann einer Gemeinschaft, einer Ökogemeinschaft zur Verfügung stellt. Allerdings ist es so, dass ich sehr viel jetzt gerade selber mit der Landwirtschaft zu tun habe. Und ich bin ja immer noch dabei, ich manage aktuell 5 männliche Wasserbüffellinien. Das heißt, ich muss immer wieder sorgen dafür, dass die keine Inzucht haben. Also wir haben immer noch weniger als 200 Wasserbüffel in der Ukraine. Und ich habe hier jetzt auf meinem Hof gerade 20 Großtiere im Stall stehen. Melke davon mit der Hand 5 und versuche den Käse zu vermarkten, stelle Alpkäse her, 5 Monate gelagerten oder auch den traditionellen Brenzer und versuche so ein bisschen dadurch meinen Lebensunterhalt hier zu verdienen. Aber genau dadurch, dass wir jetzt auch eine kleine Familie haben, wünschen wir uns natürlich noch mehr diese Gemeinschaft. Und ich merke das auch, dass auch die lokalen Leute, wir haben hier sehr starke Unterstützung. Also das ist gerade, ist ein Kinofilm über mich erschienen. Und egal, wo wir hier hinkommen, in welches Dorf,
wir sind sehr bekannt oder ich bin sehr bekannt und uns wird alles zu Füßen gelegt. Also die Leute wollen unbedingt ihre Landschaft erhalten. Und weil sie sehen, wie rasend schnell das jetzt gerade geht, diese Veränderung. Also zuerst konnten wir uns das Gehalt für die Hirten nicht mehr leisten, weil die Preise nicht mitgezogen sind. Also das polnische Schweinefleisch ist günstiger im Laden, als es die alte Oma herstellen kann, wenn sie ihr Schwein mit Molke und Kartoffelschalen füttert. Und dann sind die jungen Männer weggegangen, die den Wald bewirtschaftet haben und gegen die Brombeeren die Ziegen eingesetzt haben. Also jetzt hilft nur noch das Feuer und das Feuer sorgt halt dafür, dass sich der Farn breit macht. Und das ist ja ein sehr trauriges Landschaftsbild, das dann dafür sorgt, dass die, ja, dass die Omas sagen, ja, egal wer, Hauptsache es macht jemand was. Aber dann kommen halt die Investoren, die das alles einebnen und ausräumen. Genau, aber sie kennen das ja. Also dann sieht es halt aus wie überall in der EU. Und das, was wir jetzt gerade gesehen haben, bis auf das Narzissental, das sind halt alles keine Naturschutzflächen, sondern so sieht die Landschaft hier noch normalerweise aus. Und deswegen braucht es halt jetzt Anstrengungen. Von staatlicher Seite merke ich nicht so viel. Also es gibt wenig staatliche Kontrollen und wenig staatliche Unterstützung. Deswegen braucht es, die Schweizer haben hier immer viel gemacht, gerade nach der großen Flutkatastrophe 2000 und 1998. Aber vielleicht haben ja auch andere Staaten oder Privatpersonen Interesse, ja, hier auch als Urlaubsziel sich was aufzubauen oder das einfach zu unterstützen, weil es erhaltenswert ist. Wir haben früher immer viele Touren gemacht und auch viele Menschen begeistern können. Aber was ich mir wünsche, ist, dass Menschen öfter wiederkommen und auch hier ihr Herzblut reinstecken oder auch gleich hier bleiben, weil diese Landschaften sonst aufgegeben werden und verfallen. Und das wäre schade. Ja, ich stehe gerne zur Verfügung und würde mich freuen, wenn wir in einen Dialog eintreten können. Vielen Dank, Michel. Das war ganz großartig, diese Bilder hier zu sehen und auch deinen Vortrag zu hören. Ich habe einige Fragen, aber ich möchte es zuerst mal gerne ans Publikum weitergeben. Ob es hierzu noch Fragen gibt, bitte einfach melden oder einfach sprechen. Ja, darf ich mich melden? Also zunächst mal herzlichen Dank für den großartigen Vortrag und vor allem auch die Einführung in diese besonderen Landschaften. Das ist ja sehr faszinierend gewesen. Und ich glaube, Sie haben sich da eine Mammutaufgabe vorgenommen, wenn ich mir das so sagen, wenn ich mir erlauben darf, das so zu sagen. Es natürlich sicher nicht ganz leicht werden wird, diese faszinierenden eigentlich Biodiversitätsflächen längerfristig zu halten. Ich glaube, es hängt sehr viel an der Inwertsetzung von diesen Flächen. Und wie sehen Sie denn hier die Potenziale zum Beispiel, nämlich jetzt sowohl bezüglich der Menschen, also dass auch die lokale Bevölkerung da stärker aufspringt, zweitens des Bildungsniveaus in der Richtung, also sozusagen das vielleicht auch Wissen noch von traditionellen zum Beispiel Käsereiprodukten und so weiter, also auch wie man das noch herstellt, wie schaut denn das dort tatsächlich noch aus und wäre es vielleicht denkbar, dass sie da also tatsächlich noch weitergehen, natürlich dann in einem größeren Umfang, zum Beispiel eben mit dieser besonderen Herkunft eben auch Produkte, Milchprodukte zu erzeugen. Das könnte man jetzt spontan als eine der guten Möglichkeiten vorstellen. Natürlich dann der Tourismus wäre parallel auch zu entwickeln, der natürlich wahrscheinlich dann noch mehr Infrastruktur benötigt, wenn man auf ein Niveau kommen möchte, das vielleicht tatsächlich dann einen wesentlichen ökonomischen Beitrag leistet. Also die sozusagen die
ich sage mal, der Naturtourismus, ja, den können Sie jetzt dort schon anbieten, ja, sozusagen für die Abenteurer. Also ich fahre auch immer möglichst irgendwo hin, wo die anderen nicht sind, ja. Und egal, ob das jetzt Kasachstan oder so irgendwo ist, aber das ist eher, meine Erfahrung nach, ist das ein bisschen ein Minderheiten, ja, eher ein Minderheitenprogramm. Das machen nicht sehr viele, also man muss da irgendwo so einen sehr sanften Tourismus dann vielleicht zu Wege bringen, der sozusagen einerseits diese Landschaften nicht nachhaltig verändert, weil das ist ja dann auch der Wert. Die Landschaft ist eigentlich der Wert auch für den Tourismus, aber andererseits doch auch ein Mindestmaß an Komfort und so weiter bieten kann. Also Tourismus eine Seite und das andere wäre Entwicklung eben zum Beispiel von Milchprodukten mit einer besonderen Herkunft. Da könnte man ja vielleicht dann wirklich auf diese Biodiversitätsflächen hinweisen. Natürlich auch der Wasserbüffel könnte hier ein sehr gutes Marketing, auch im Marketing, glaube ich, ein gutes Argument sein. Also das wären einmal meine Fragen. Aber gratuliere ja noch einmal, ja, zu der Initiative. Ja, danke schön. Ja, also es ist schon so, dass die lokale Bevölkerung noch über ein sehr großes und auch breites Wissen verfügt, was so Tradition betrifft. Also das fängt an von dem Richten nach den Jahreszeiten. Also das heißt, welche Tage einzuhalten sind, wann man was aussät, auch teilweise nach dem Mond oder nach bestimmten Wetterphänomenen, wie sich die Menschen hier in der Landwirtschaft verhalten, über wie stelle ich welche Produkte her. Also diese nationale und auch regionale Küche ist ganz unglaublich. Also ich hatte vorhin auch noch ein Buch mit drin von diesem Weston A. Price, also einer Ernährungsphilosophie, die basiert auf Erkenntnissen alter Urvölker. Also eine sehr fetthaltige, fleischreiche, fischreiche Ernährung, die haben die hier auf jeden Fall auch. Also bis vor kurzem war eigentlich, oder ja, also die alten Leute, von denen ich hier gelernt habe, die haben weißes Mehl war eigentlich oder überhaupt Mehl war eigentlich eine Rarität und ein Luxus, der jetzt natürlich auch mit der Kommunistenzeit hier alles verändert hat und auch die Menschen wahrscheinlich krank macht. Also Diabetes war ja vorher auch nicht das Problem. Genau, also das alte Wissen darum ist noch vorhanden, aber auch nur noch, also es muss aufgestöbert werden. Also was es halt bräuchte, wären Forschungsinitiativen, die das alte Wissen sammeln. Also es ist ja nicht nur die Sprache, das Ruthenische geht verloren, sondern auch das Wissen, was damit verbunden ist, wie, wann, was angebaut werden kann und auch diese ganzen, die Saatgutvielfalt und so weiter. Also der Bildungsgrad ist, wenn man jetzt so vom universitären Standpunkt sieht, nicht so hoch. Also wir haben hier ein Brain Drain, das heißt, die Menschen wandern ab, wenn sie eine ernsthafte Ausbildung gemacht haben. Aber die Leute, die da sind, sind so Universaltalente. Also die können eigentlich alles, also vom Schlachten über das Auto reparieren bis hin zu Holzarbeiten. Das heißt, sie sind auch sehr, sehr gefragte Arbeiter. Also, und das ist ja auch wieder das Problem. Das heißt, wir haben auch eine Fachkräfteabwanderung. Da braucht es dann wirklich diese Inwertsetzung, dass man halt Produkte so gestaltet oder einen Anreiz so hoch setzt, dass man sich auch ein vernünftiges Gehalt leisten kann. Das funktioniert in den Bereichen von Technologie und teilweise auch ein bisschen, also so Internetfirmen, die jetzt hier aufmachen, und teilweise auch diese Holzverarbeitung. Also ein guter Freund von mir hat drei Meistergruppen beschäftigt, die kanadische Blockhäuser bauen. Aber ansonsten so alle
die sonst handwerklich gut sind, gehen raus, weil ja diese Hirtenkultur und auch diese landwirtschaftlichen Produkte sind so ein bisschen in Verruf geraten, weil gerade in den letzten 20 Jahren, also wie ich noch die Hirtenkultur jetzt mitbekommen habe, war sie in einem Verfall begriffen. Das heißt, dieser einst stolze Hirte der Hochalm, also die Pferdehirten waren immer die alleredelsten und dann geht das runter bis zur Gänsemarkt. Das waren eigentlich sehr stolze Berufe. Und jetzt ist es ja das etwas sehr Erniedrigendes, würde ich fast sagen. Weil ja die Produkte dann, und dann ist das ein sich selbst verstärkender Prozess. Das heißt, die Produkte nehmen dann ab in der Qualität und dann möchte da auch keiner mehr arbeiten und keiner kauft mehr die Produkte. Also es bedarf jetzt Menschen, die auf der einen Seite vielleicht fachlich auch kompetent sind und die aber auch selber mit anpacken. Also das heißt, es braucht wieder so, ich war erstaunt, wie viel ich hier erreicht habe. Das hätte ich mir am Anfang nie träumen lassen, wie viele Menschen ich hier begeistern konnte. Das heißt, jeder, der hierher kommt und selber mit anpackt, also nicht jemand, der sagt, ja, ich weiß, wie es geht, sondern selber vormacht, hat hier ganz, ganz hohen Erfolg, weil es um diese Vorbildfunktion geht und diese Inwertsetzung der Landschaft, indem man ihr einen persönlichen Wert gibt. Also hier ist gerade unglaublich viel Geld bei Privatpersonen angekommen, durch die großen Investitionen, wahrscheinlich auch durch die großen Kredite, auch große Straßenbauprojekte. Aber was halt fehlt, sind die Menschen, die sich dazu niederlassen, will ich fast sagen, oder ja, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll, weil es ist ja eigentlich eine würdevolle Arbeit, aber die sich dazu erniedrigen, wieder selbst Hand anzulegen, selbst die Sense in die Hand zu nehmen oder selber die Kühe und die Tiere zu melken oder selber auch auf dem Feld stehen. Also das ist sozusagen diese aktive Landschaftspflege, nach der diese Landschaft eigentlich ruft, das ist, glaube ich, gerade so das Problem. Und da braucht es, glaube ich, nur einiger weniger Pionierprojekte. Also es gibt zwar Gruppen, die jetzt aufs Land zurückgehen, die dann so Geodesic Domes, also so Kuppelhäuser sich bauen oder ganz abgefahrene Konstruktionen sich in die Landschaften setzen und dann da so ein Coworking Space hinbauen, wo dann IT-Leute aus der Stadt sozusagen das schnelle Internet, also wir haben ja fast überall 4G mittlerweile, nutzen, um dann einfach in der schönen Natur ihre Arbeiten zu machen. Aber genau, mein Interesse ist halt, diese Natur zu erhalten und nicht zu warten, dass hier die Megaprojekte, also wir haben vorhin auch das Svidovets-Massiv gesehen, das ist meiner Meinung nach die schönste Landschaft, die wir in Europa haben. Also eine riesengroße Hochalm, die sich von Ustschona, einem alten deutschen Dorf, also Königsfeld, bis hin nach Rachiv erstreckt, auf einer Höhe von 1200 bis 1800 Meter ist das alles Allmende von 5 unterschiedlichen Gemeinden. Und da soll jetzt ein Megakurort hingebaut werden. Und die einzigen, die sich dagegen ernsthaft wehren, ist eine französische Aussteigergemeinschaft aus Nizhny Selische, die dann Free Svidovets gegründet haben. Wobei auch der Direktor des Karpaten, der ehemalige Direktor des Karpaten-Biosphärenreservats, Fedja Hamon, auch sich dagegen ausgesprochen hat, weil es halt massive Wasserprobleme da oben gibt. Das heißt, es würde dann auch zum Nachteil des Wasserregimes überall führen, wenn man da Schneekanonen einsetzt und so weiter. Also was da, wir haben keine Kanalisation hier und also es sind wahnsinnig viele Probleme, die damit einhergehen. Aber die Bevölkerung hat nichts dagegen.
weil es jetzt Arbeitsplätze bringt und neue Betätigungsfelder. Und die alten Leute sich auch sagen, ja, besser als wenn mein Sohn jetzt hier als Arbeitssklave in Tschechien arbeiten muss und nie zu Hause ist, da ist es doch besser, wenn er hier als Skilehrer oder wenn wir unseren Speck hier ans Hotel verkaufen können. Also es findet eine Wertsetzung der Landschaft statt, aber halt ja nicht in dem idealistischen Sinne, wie ich es gerne hätte. Also ein konservativer Ansatz, sondern eher ein progressiver technischer Ansatz. Da hätte ich auch gleich noch eine Frage oder Ergänzung dazu. Wenn du jetzt sagst Tourismus, da hätte ich so ein bisschen Bedenken, oder nicht unbedingt Tourismus, sondern wenn ich sage, ich verkaufe dort die Häuser, diese kleinen, wo du gesagt hast, um 5.000 Euro kann man sich dann ein Haus kaufen, dass das dann an eben Ausländer geht, die kommen dann halt zum Urlaub hin und du hast dann auch eine Art Kulturverlust, weil du eigentlich nicht, weil das dann Menschen sind, die dann einfach hinfahren, die Natur zu genießen, das ist ja schön und gut, aber auf eine Art ist da für mich vielleicht die Gefahr dahinter, dass ja dann ein Tourismusort, wo dann auch wieder die nötige Infrastruktur gebaut wird und so weiter, da wäre, denke ich, eine große Veränderung. Oder wie siehst du das? Ja, also es ist auch nicht so einfach möglich, sich hier so ein Haus für 5.000 Euro zu kaufen, dann nochmal vielleicht 5.000 oder 10.000 Euro reinzustecken, damit es schön wird. Und dann das nur 2-3 Monate im Jahr zu besuchen. Also die Leute hier verfahren häufig nach dem Motto, wenn es nicht genutzt wird, dann gehört es niemandem und dann kann ich es nutzen. Also das heißt, so leerstehende Häuser werden ganz schnell geplündert. Also so Ferienhäuser, da muss man schon, also das geht hier in Transkarpatien fast gar nicht. In Ivano-Frankivsk ist das ein bisschen zivilisierter. Da muss man aber auch dann einen großen Zaun drumherum bauen und das ist eigentlich nicht so gewünscht. Also wir sind uns mit vielen Leuten hier einig, also diese Dachas, das ist hier nicht so die Kultur dafür, also diese Urlaubshäuser, sondern es geht wirklich darum, sich hier eine Existenz aufzubauen. Man kann das machen im Verbund, also man kann sagen, ich habe jetzt gerade 10.000 Euro über und hätte gerne hier ein Haus und ich habe ganz viele so kleine Familien, die mittellos sind, die mich anschreiben und sagen, gibt es nicht eine Möglichkeit, bei euch irgendwie zu wohnen? Und dann kann man die beiden zusammenführen und sagen, du kannst dir hier ein Haus kaufen und da auch wohnen in deiner Freizeit oder als Altersruhesitz. Aber in der Zwischenzeit wird es halt genutzt oder gepflegt von dieser Familie oder Mütter mit Kindern, die sich nicht leisten können und irgendwie einen gemeinschaftlichen Ansatz suchen. Also das, ja, ich habe sehr, sehr viele Menschen, die auch jetzt gerade mit dieser Krise, die sagen, ich habe zwar kein Geld, aber ich suche irgendwo ein Stück Natur und Freiheit, die dann aufs Land raus wollen. Geht sicher vielen so. Ich habe da natürlich, ich denke, eine potenzielle Lösung, dass die BOKU dort eine Forschungsstation hat, so ein Haus kauft, sich dort als Außenposten, nämlich nicht nur eine Disziplin, sondern wirklich, es braucht ja mehrere Disziplinen Forschung dort. Also man kann ja von Botanik über Wildtierökologie, über Sozialforschung, man kann ja da sehr viel unterbringen, ob das nicht total ein relevanter Punkt wäre, ein spannender, sich das mal zu überlegen, zu sagen, man hat dort Kooperationen in der Zeit, wo niemand dort ist, kann eine Familie dort wohnen. Und sonst kann ein Forschungsteam, Praktikanten, Masterstudenten dort sein und einfach jetzt rein vom Forschungstechnischen, von der Forschungsidee her, dort etwas aufbauen oder mithelfen, in einem großen Rahmen etwas zu machen. Das ist
Natürlich jetzt können wir das nicht entscheiden, aber wenn da noch Ideen dazu sind, also ich denke, das kann man schon streuen an die entsprechenden Stellen. Ja, also das wäre natürlich sehr spannend, also weil wir haben ja auch dadurch, dass wir so vernetzt sind hier mit den lokalen Leuten, auch enge Kontakte zu den Wilderern und enge Kontakte auch mit den Rangern des Biosphärenreservates. Und da kann ich immer so ein bisschen abgleichen, auf welchem Stand ist das Biosphärenreservat und auf welchem Stand sind die Wilderer und auf welchem Stand ist die Forschung. Und da eine vermittelnde Rolle und auch eine beobachtende Rolle zu spielen, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also wir haben hier in dem Bereich Malauholka-Shirokilu haben wir noch 5 Bären. Und es gibt so einige Standpunkte, wo man einen Großteil, also es gibt so ein Tal zwischen dem Menschul und der Krasna-Polonina. Es ist ein riesengroßes Tal. Ich weiß nicht, wie viele 1000 Hektar das sind, aber das ist ein völlig unberührter Buchenurwald. Und in diesem Tal leben halt Bären und Wölfe. Und es gibt ja diese Nachtsichtgeräte, mit denen man dann eigentlich jedes Lebewesen, also jedes Säugetier, jedes wechselbare Tier, jedes warme Tier sehen kann. Das heißt, man kann halt in so einem Fall, diese Wilderer jagen ja zum Beispiel Bären wegen dem Fett und wegen dem Fell, und das sind ja Auftragsarbeiten, kann man dann die Forscher auch mit solchen Leuten zusammenbringen und dann auch mit den Rangern, um Konzepte zu entwickeln. Einmal, wie sich diese Tiere überwachen lassen. Also vielleicht müssen sie ja gar nicht unbedingt mit Sendern, mit Peilsendern ausgestattet werden, sondern können einfach durch ein schlaues Beobachten mit diesen Nachtsichtgeräten, das sind ja Wärmebildkameras, kann man da vielleicht auch gerade dieses Tal beobachten und damit vielleicht den Wilderern eine kleine Einnahmequelle sichern, relevante Forschung betreiben zu diesen Bären, weil ich glaube, wir haben da auch, die sind winzig klein, also der eine Bär, der ist ein bisschen größer als ein Dachs, also ich glaube, wir haben da eine starke Degeneration auch oder eine Veränderung durch diese Inselpopulation, die da eigentlich existiert. Also dass man da Forschung betreiben kann in dem Bereich, das wäre sehr, sehr spannend, und da könnten wir natürlich als Verein auch eine verknüpfende Rolle spielen und haben auch, also da könnte man sehr leicht, also wir haben 20.000 Euro, die wir von einem Permakultur-Unterstützer hier aus der Ukraine kommen würden, könnte man sozusagen mehrere Stakeholder zusammenbringen, um dann so eine Forschungsstation auch zu betreiben. Und auch die Frankfurter Zoologische Gesellschaft ist ja da auch sehr interessiert dran, weil wir ja gerade hier sind jetzt 14 Millionen Euro über die Frankfurter Zoologische Gesellschaft in die Karpaten-Biosphärenreservate hier reingeflossen und fließen immer noch in Form von Ausrüstung. Aber die Ausbildung der Ranger ist halt auf einem ganz, ganz geringen Stand. Also es sind sehr demotivierte, sehr langsame Menschen. Ich kenne einige von denen und es gibt auch Ausnahmen, also Leute, die genau wissen, was in ihrem Revier los ist, aber viele von denen sind selber Wilderer und sind halt auch sehr zurückhaltend mit den Informationen. Das heißt, es braucht hier viel Arbeit, Vermittlungsarbeit, und ich kann mir vorstellen, dass das, dass wir das leisten können in so einer Zusammenarbeit. Das hört sich spannend an. Ja, bitte noch Fragen. Ja, ich hätte noch da jetzt zwei Anmerkungen. Der Herr Jacobi ist hoffentlich noch bei uns, weil ich weiß nicht, er ist hoffentlich nicht rausgefallen. Nummer eins, es gibt natürlich eine relativ lange Zusammenarbeit mit der Universität Lemberg von der BOKU. Das wäre vielleicht einmal eine Information, die nicht ganz unwesentlich ist, weil wenn man in Richtung einer Forschungsstation geht, ist es immer wichtig, dass man dann auch eine lokale
Also und zwar der Landwirtschafts- und Veterinärmedizinische Universität Lemberg, um das noch zu spezifizieren, nicht der Allgemeinen Uni Lemberg. Ja. Es ist oft sehr wichtig, natürlich mit einer lokalen Universität zusammenzuarbeiten, weil das dann vieles erleichtert. Also das ist einmal Punkt 1 bezüglich dieser forschungsmöglichen Idee der Forschungsstation. Punkt 2, was mir natürlich jetzt bei diesen Erzählungen sehr stark aufgefallen ist, sind natürlich Parallelen auch zu großen Teilen von Afrika, wo es im Prinzip die aufgrund in Afrika, aufgrund von Jagdverboten, das Wild keinen Wert hat. Hier schaut es ein bisschen anders aus, aber trotzdem ist die Frage, ob nicht auch eine Inwertsetzung des Wildes, indem man hier auch einen sanften Jagdtourismus mit hineinnimmt, wo man vielleicht die Wilderer zu Pirschführern umqualifizieren könnte. Und das vielleicht zumindest einmal auf einer bestimmten Fläche, wo vielleicht alle mal sagen können, okay, diese Fläche nehmen wir mal aus der Wilderei irgendwo raus, sondern da versuchen wir, damit Geld zu machen. Das müsste natürlich eine Zeit durchgehalten werden, weil wenn die Bestände so niedrig sind, dann wird es sehr schwierig werden, vom ersten Jahr an da auch entsprechende Einnahmen zu lukrieren. Nur wenn ich jetzt die Landschaften sehe oder gesehen habe, dann sind das natürlich schon auch ideale Landschaften für viele Wildtiere. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch entsprechende Bestände in gar nicht allzu langer Zeit wieder ergeben könnten. Also sozusagen auch eine Inwertsetzung des Wildes wäre vielleicht eine Möglichkeit, dann auch einen etwas höheren Wildbestand letztlich zu haben und vielleicht den Wilderern eine andere Perspektive zu geben als eine illegale. Nicht? Also vielleicht dann eine legale Perspektive zu sagen, okay, also ihr macht die Pirschführung, ihr verdient es mit einem sanften Jagdtourismus. Also ist nur so eine spontane Idee. Ja, es ist spannend, wie man das auf die Beine stellen könnte. Ja, der Wildbestand ist sehr fragil. Also gerade, also Rotwild ist eine ganz kleine Population nur, die wir hier in dem Gebiet haben. Und das andere, also ja, Rehwild ist eigentlich so gut wie gar nicht. Schwarzwild gäbe es, aber es ist auch sehr, 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 sehr kleiner Bestand. Also wir haben hier längst nicht die Schwarzwildpopulation, die in Brandenburg, sondern genau, also es gibt halt wirklich sehr, sehr viele aktive Wilderer hier. So, das finde ich ja erstaunlich mit dem Schwarzwild. In anderen Ländern probieren sie aktiv die Bestände zu reduzieren und dort scheint es aber ganz gut zu funktionieren. Das finde ich erstaunlich. Mir fällt da auch noch ein Beispiel ein von wegen sanften Jagdtourismus. Der Paul ist in der Runde, da fällt dir vielleicht ein, der Kalil macht das auch, oder zumindest hat er damit zu tun, jetzt weiß ich leider nicht mehr, in welchem Land. In Tadschikistan. Wo? In Tadschikistan, ja, also da dürfte das ja mit diesem sanften Jagdtourismus auch ganz gut hinhauen. Also da ist ja auch, glaube ich, die Forschung dran, also die tauschen sich dort ja sehr gut aus. Ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch was ein dazu, aber ansonsten recherchiere ich da auch nochmal dazu. Ja, wie gut das jetzt bei ihm funktioniert, traue ich mir jetzt nicht zu sagen, da habe ich zu wenig Einblick. Ich weiß, dass er mit dem Thema relativ viel arbeitet momentan gerade, aber ich weiß auch, dass er viele Hürden zu überwinden hat. Aber viel mehr kann ich dazu jetzt leider nicht sagen. Ja, danke. Ja, also genau, sowas ist halt, also wenn man das mit den Behörden hier zusammenarbeitet, das ist immer sehr, sehr langwierig und schwierig. Also es ist wirklich besser, wenn man das auf einem kurzen und direkten Weg hier mit den lokalen Leuten macht. Also wir sind hier sehr gut verbunden. Die Bürgermeister sind hier eigentlich immer direkt gewählt und Vertreter eigentlich von der Bevölkerung. Und wir sind hier mit allen wichtigen Bürgermeistern der großen Gemeinden in engem Kontakt und Austausch und können so auf dem kurzen Amtsweg auch ganz viele Sachen erreichen und durchsetzen. Gibt es sonst noch Fragen aus der Runde? Wie ist das denn mit Übergriffen aus deiner auf die Herde? Also gibt es da
hast du auch kleinere, also hast du auch Schafe, Ziegen, habe ich jetzt nicht gesehen, oder? Nee, also ja, wir haben ein paar Ziegen, aber als wir auf der Hochalm, ich hatte auch mal ein Experiment einen Sommer lang auf der Hochalm mit den Wasserbüffeln und da hatten wir Wolfsangriffe, aber bei den Wasserbüffeln hatten wir keine Probleme, also außer, dass sie den Elektrozaun in der Nacht dann niedergerissen haben, ist da nichts passiert, aber bei den Nachbarn wurden dann Schafe gerissen und auch Pferde angegriffen. Also die Huzulenhalter selektieren ja die Hengste auf Wehrhaftigkeit gegen Wölfe und Bären. Also die sind dafür eigentlich bekannt, dass sie nicht weglaufen. In dem steinigen Gelände würden sich sonst die Beine brechen. Deswegen sind die auch sehr gut als Therapiepferde, weil die nicht so panisch sind. Und da werden die selektiert, wie wenig Fohlen im Jahr dann den Wölfen zum Opfer fallen. Und so lange darf dann der Hengst bei der Herde bleiben. Gut, dass sie die Büffel nicht so angreifen, irgendwie verständlich. Sie sind wahrscheinlich auch eher doch nicht das Kaliber, das man sich vorstellt. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Es gibt noch eine Frage. Bitte. Ja, genau. Ich hätte gerne noch das Lebensmittelthema angesprochen. Und zwar, weißt du, wie das mit den Importregelungen ist in die Ukraine, weil du auch gesagt hast, dass eben polnisches Schweinefleisch zum Beispiel natürlich günstiger ist als das, was vor Ort produziert wird, und das ist dann eigentlich auch diese Entwertung der Lebensmittel, die halt eben von den Personen dort produziert werden. Und ist eigentlich nicht im Endeffekt das eines oder wenn nicht sogar das Hauptproblem, dass eben diese billige Lebensmittelproduktion alles andere vor Ort, das eben aufwendig produziert wird, aber vielleicht auch mit höherer Qualität, dass es dort halt diese Entwertung eben gibt, und kann man da nicht auch irgendwie ansetzen, beziehungsweise würde man sich das ja sogar innerhalb der EU oder auch bei uns in den ländlichen Gebieten wünschen, dass Lebensmittel wieder ihren Mehrwert eigentlich erhalten und bezahlt bekommen. Also, weil es hört sich ja auch so an, es geht dann wieder, wenn man die Probleme vor Ort hinsichtlich Naturschutz zumindest lösen möchte, dann geht es Richtung Tourismus oder ja Einkommenssteigerung für die Bevölkerung und so weiter. Und an sich sind das ja dann irgendwie die gleichen Schritte, die hier bei uns endlich rede ich halt von Österreich, von den ländlichen Regionen in Österreich, sind die gleichen Schritte, die dort auch gesetzt wurden. Und man sieht irgendwie schon, die Lebensqualität oder was Materielles anbelangt, wird in diesen Regionen dann erhöht. Aber nichtsdestotrotz geht halt ein gewisser Teil von Kulturlandschaft und von naturnaher Kulturlandschaft mit verloren. Also das lässt sich dann irgendwie nicht vermeiden, wenn man mit Tourismus versucht, die Regionen zu erhalten. Ja, das ist genau das große Problem. Also ich sehe auch, also einmal mit dem Tourismus sehe ich auch eigentlich das als Notlösung nur, weil es halt so unmittelbar und einfach scheint, aber in Wirklichkeit muss man für die Touristen auch eine Infrastruktur schaffen, die eigentlich ja schwierig sind, ökologisch zu gestalten. Und das allergrößte Problem sind natürlich die Billigimporte. Also wir haben jetzt auch gerade eine Parallelstruktur von Lidl, die sich hier jetzt gerade reinschleicht über Umwege. Wir haben hier Scheinfirmen aufgemacht und werden die dann nach und nach jetzt auch durch Lidl ersetzen. Also das heißt, ich habe viele Kunden verloren oder beziehungsweise auch meine Kollegen, weil einfach die Milch in den Läden so günstig ist und auch einen gleichbleibenden Geschmack und gleichbleibende Qualität hat. Also wir haben viel versucht, über diesen Patriotismus zu machen, zu sagen, ja, das ist, also die alten Leute sagen auch immer, betonen immer wieder, ja, Naturprodukt auf Deutsch. Das ist Domaschni, ist also Haus selbst gemacht.
und Naschi. Also es gibt so verschiedene Schlagworte, die man immer wieder fast verzweifelt sagt, die uns dabei helfen, den Leuten klarzumachen, es handelt sich doch um unsere Produkte, damit tust du uns, der Landschaft, den Tieren und den Menschen was Gutes und der Tradition. Aber das Problem ist wirklich, wenn jemand 3 Monate oder 6 Monate am Stück und das über mehrere Jahre dann in Tschechien sich an diese industrielle Nahrungsmittelproduktion gewöhnt hat, dann ist es schwierig, wieder die Leute davon zu überzeugen. Also ja, es ist ja überall das gleiche Problem, dass diese Standardprodukte einfach zu bekommen und in einem Abwasch beim Aldi eingekauft, ganz leicht sozusagen in einem Kühlschrank landen. Bei den Omas, die hier auf dem Markt ihre Domaschni, also ihre hausgemachten Produkte verkaufen, ist es so, dass die haben dann mal Flecken oder da ist dann mal was Schlechtes dabei. Man muss von Stand zu Stand und die sind zu bestimmten Zeiten am Tag da und. Also diese ganzen Probleme, die damit zusammenhängen. Und auch ich gehe nicht selber auf den Markt, weil mir ist einfach meine Zeit dafür zu schade. Ich versuche dann übers Internet was zu machen, aber dafür braucht man auch wirklich ja fast einen Angestellten, der nur Social Media macht. Also es ist so eine, ja, und dann brauche ich wieder den Computer und ein Büro und dann habe ich hohe Kosten. Also es ist wirklich ein bisschen ja verzweifelnd, in welcher Situation sich jetzt hier die Landwirte befinden. Also ein Freund von mir, der hat 200 Kühe und der arbeitet sich gerade tot. Also der ist 5 Jahre älter als ich und der macht das nicht mehr lange mit. So, das ist einfach zu viel Arbeit und zu wenig Einkommen. Und das ist so ein bisschen traurig gerade. Also genau, deswegen bin ich froh, dass ich so ein bisschen jetzt an die Öffentlichkeit gehen kann, um einfach dieses Problem auch zu artikulieren. Aber es ist halt genau das, also diese Billig-Importprodukte aus der EU zerstören hier praktisch, also mit der Kleidungsindustrie war es ja genauso. Und die zerstören jetzt hier komplett die landwirtschaftliche Produktion und die Selbstversorgung. Ja. Das ist eigentlich sehr traurig anzuhören. Ich sehe aber die Entwicklung, also mich erinnert das eigentlich auch an Österreich auch, wo einfach mal schnell, wo überall in jedem Dorf plötzlich ein Lidl und ein Hofer steht. Nur sind wir halt da irgendwie schon viel ignoranter noch in Bezug darauf. Was mich ein bisschen, warum ich auch mich sehr freue, dass wir das heute organisieren konnten, ist, weil ich das Gefühl habe, wir können jetzt so ein bisschen miterleben. Also jetzt ist es wahrscheinlich so an der Schwelle, an dieser Kippe, wo man sagen kann, jetzt müssen wir wirklich dringend was machen, weil sonst sonst können wir da zusehen, wie das dann die nächsten Jahre halt noch mehr die Abwanderung und so weiter. Also alle Tendenzen, die du jetzt erwähnt hast, dass das eigentlich wir jetzt da aktiv wirklich was machen müssen. Und sonst, also ich sehe da schon so ein bisschen, wie sagt man, den brennenden Hut, das sagt man da glaube ich nicht, aber so ähnlich. Also ich merke schon, dass es dringlich ist und deshalb finde ich das gut, wenn wir uns so ein bisschen zusammensammeln und überlegen, was man da, wie man das unterstützen kann. Und ich denke da auch gleich wieder vor der eigenen Tür kehren und auch jetzt bei uns, wir gehen auch nicht immer auf den Markt, auf den Regionalmarkt, sondern schnell mal zum Billa was einkaufen. Ich denke da müsste man eigentlich überall ansetzen. Vielleicht hat noch jemand eine Frage oder eine Anmerkung. Ich habe in den Chat 2 Links geteilt, auch, ich weiß nicht, seht ihr das? Bei mir ist es jetzt leider schon weg. Ah nein, da ist es. Das ist die Homepage und auch auf die Facebook-Seite, wo man auch dem Michel ein bisschen folgen kann, was sich so tut oder in Kontakt bleiben kann. Er führt ja auch Gruppen durch die Gegend, also man kann auch hinfahren und dann, also wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du auch dann so Touren machen. Und vielleicht kann man auch hier mal etwas organisieren, von der Fachgruppe aus vielleicht eine Reise. Wir haben eh ein bisschen Geld über. Ich habe schon überlegt, was könnten wir, ob wir da etwas organisieren könnten, zum Beispiel eine kleine
ja, ein paar Tage mit der Fachgruppe voll bezahlt für ein paar Mitglieder, die mitkommen wollen und vielleicht auch unterstützen können, um aktiv mal noch mal mehr Gedanken zu sammeln, sich die Gegend anzusehen, da ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich denke, das könnten wir andenken, wenn das die Situation zulässt. Ja, gerne. Also ich würde mich freuen und könnte dann hier auch Unterkünfte vor Ort organisieren, wo wir hier am besten bei lokalen Leuten auch unterkommen können. Ja, und am besten die zukünftige Forschungsstation, die wir uns dann anschauen können. Ja, ja. Klasse. Okay. Ja gut, wenn es dann sonst keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Vorstellung des Themas. Alleine über die Büffel könntest du wahrscheinlich noch ein paar Stunden reden. Ja. Ja, ja, da ist es nochmal ein Spezialthema, genau. Ja, ja. Und dann, ja, herzlichen Dank für die Fragen und für das Publikum. Sollte noch was aufkommen, gerne an uns schreiben. Wie gesagt, auch über die Kontakte, die ich in den Chat gestellt habe. Vielen Dank. Klasse, hat mir Spaß gemacht. Ja, gerne können Sie mich kontaktieren.